Hi Freunde, ihr wisst ja, jetzt müssen wir irgendwie Raketen vom Himmel holen, sonst gibt's ein Riesenunglück. Und ich glaube, der Captain Price hat da schon irgendeine Idee. Also in der Geschwindigkeit, wie die fliegen, umrunden die Erde noch ein paar Mal, bevor sie irgendwo runterkommen. Oh Mann. Da müssen wir was gegen tun. Immer noch mit den Russen an den Startcode. Wir sollten die Ball weitermachen. Ende. Schießt schon anfangen. Los, los, los! Ja, wir müssen uns beeilen. Alter, Alter, auf mich. Tja, Heli, hättest du dich mal nicht mit uns angelegt. Okay, Jungs. Kontakt. Sehr gut. Alter, Alter, hier ist ordentlich Krieg. Okay. Ich hier irgendwie da rauskommen aus der Kiste. Wir müssen uns zum Vorschuss sichern. Wir können auch Granaten werfen. Wir brauchen Granate. Kugel und Granaten reichen nicht. Wir brauchen Sie. Oh Mann, ich weiß nicht wohin. Oh fuck. Theoretisch müsste man doch auch mit der Bazooka alle kriegen, oder? Du musst nur ran, um den Schweinsatz anzubringen! Dieser Arsch, der läuft direkt rein! Verdammt! Er ist immer noch intakt! Das Ganze nochmal! Ah, aber vielleicht kann man hiermit noch knacken. Verdammte Scheiße! So, eine C4-Ladung an den BMP platzieren! Ich komm nicht hin! Okay, ich bin unterwegs! Oh Mann! Und ab in die Luft mit dir! Bravo 6, hier Kommando, Lagebericht, over. Wir sind innerhalb der Umzäunung, nähern uns den Toren zu den Silos, Ende! Oh, hier wären auch noch welche gewesen. Ab ihn, oh, ganz oben sind sie auch. Scheiße! Dieser Weg ist blockiert! Nach rechts! Okay, hören wir mal auf ihn. Mal gucken, ob es hier drüben besser ist. Sieht erstmal nicht so aus. Ja, da sind sie doch. Hier! Ui! Irgendwie muss man in das Gebäude reinkommen. Wir brauchen mehr Bodenunterstützung. Warum liegst du hier so im Dreck? Oh, ist das unsere Unterstützung? Oder? Die fliegen nur mal vorbei. Scheiße! Ich komme nicht vorwärts. Sind mir nur die Granaten ausgegangen. Okay. Scharfschützengewehr ist natürlich auch nicht übel. Bam! In der letzten Kugel. Oh Mann, erwischt. Okay. Verdammte Hütte. Zeig dich. Ja, du wirst zu uns. Du Depp. Scheiße. Weg damit.
Oh Mann. Okay. Blenden uns zur Kiste rüber. Oh. Shit, wir haben gar keine Blendgranaten. So, ihr Penner. Hab ihn. Der lebt noch. Oder auch nicht. Aber wo schießt er? Captain Price. Gebt mir Deckung, ich angreife Tor hoch! Ja. Ladung platziert! Ja, komm zurück, her! Zurück! Noch Deckung! Und Feuer! Sprengung! Yeah! Durch das Tor, los geht's! Oh Mann! Mehr BMPs! In Deckung! So, Griggs, schaltet sie aus, los! Nehmen wir doch gleich mal das hier. Oh, meh, nö. Wo sind sie denn? Sehen. Oh, der zieht aber auch nochmal direkt nach oben. Damit können wir die Panzerung aus der Distanz durchbrechen. Scheiße. Okay. Ein Nebel, nicht geh hin. Wir müssen die BMPs ausschalten. Ihr steht neben dem Tanklaster, ihr Deppen. Mach's gut. Okay, der andere. Oh, hier kommen sie raus. Da ist er. Scheiße, wir haben keine. Unsere Chance. Nein! Na gut. Er hat mich überfahren. Damit war zu rechnen. Oder wir versuchen es nochmal. Was hat das? Nee, das war er gar nicht. Die Raketen, die ziehen aber auch immer noch mal nach oben. Mann, wo ist er denn? Dieser doofe Panzer. Okay. Ist hier was? Hier ist nichts. Noch klasse. Oh, aber eine Halle dürfte was sein. So. Hier ist auch nichts. Das gibt es doch nicht. Die ganze Zeit falle ich hier über die Dinger. Ich nebel ein. Oh. Fünf Granaten und jetzt Scheiße. Wo ist er? Und weg. Yes. Sehr schön. Oh Mann. Hier öffnen sich die nächsten. Gas, mach auf, ich geh rein. Wir treffen uns am Nordende der Schlachtbahn bei den Lüftungsschächten. Ende. Das ist wirklich mein Einsatz hier. Da müssen wir rein. Okay. Aber ich glaube, einfach runterspringen ist für mich auch nicht so sinnvoll. Ah, jetzt. Macht's gut, Jungs. Und da geht's schon runter. Na, dann stoppen wir mal die Raketen. Thank you.
zur Sicherheitszentrale. Team 3 betritt die Basis. Bravo, Team. Wir haben gute und schlechte Neuigkeiten. Die Startkontrolle befindet sich einen halben Kilometer südwestlich. Dort müssen Sie die Abbruchcodes hochladen und so die Raketen in der Luft zerstören. Guess, geh mit den Amis zur Sicherheitszentrale. Soap, Griggs und ich gehen zur Startkontrolle. Verstanden. Kommando, was sind die schlechten Nachrichten? Wir versuchen noch immer, die Abbruchcodes zu bekommen. Over. Zum Teufel damit. Wir geben unser Bestes. Ende. Und damit hat er recht. Wir geben unser Bestes. Kriegsspiele, Tag 6. Wir sind unten angekommen und gehen direkt in die Hülle des Löwen. Verstanden, Delta 6. Wir sind direkt über euch in der Lüftung. Passt auf, wo ihr hinschießt. Verstanden, Sir. Jawohl, Jungs. Geht rein und säubern. Wir stoßen im Südflügel auf heftigen Widerstand. Sie haben unseren Zugangspunkt abgeriegelt. Over. Verstanden, Yankee 6. Gruppiert euch mit Team 2 und helft ihnen die Kontrolle über die Basis erlangen. Over. Verstanden, Sir. Wir ziehen uns zurück und schließen uns mit Team 2 zusammen. Yankee 6. Hier wurden welche beim Duschen überrascht. Aber die haben eh vergessen, ihre Sachen auszuziehen. Von daher geschieht euch recht. Oder sind das unsere Jungs? Captain Price, wir senden Ihrem Team die Abbruchcodes, die Sie für die Selbstzerstörung der Raketen brauchen. Sie haben noch 11 Minuten, bis diese Raketen die östliche Küste erreichen. Over. Verstanden. Hier ist überhaupt kein Mensch. Na? Ich höre sie doch. Jetzt sehe ich sie auch. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Einer ist noch da. Zwei sind noch da. Achtung, Granate. Na, hier unten im Bunker, keinen guten Empfang. Wo schießt es denn? Kommen die von hinten? Nee. Okay, ich geh vor. Da hinten sind sie. Ich hab's schon gesehen. Oh Mann. Achtung, Granate, ihr Jungs. Captain Price, regel das. Oh. Jungs, ich blende. Sehr gut. Shit. Treffen nicht. Doch, jetzt. Ah, irgendwo sind sie. Jawohl. Quicks. Voll Action. Oh. Schöner Schattenwurf. Ruhe. Rollt schon wieder eine Granate. Und vor. Oh Mann, von hinten. Gut, was du hier? Das haben wir die Gegner nicht, aber ziehen können sie. Okay, ich blende nochmal und dann rum. Mann, duck dich nicht weg. Ups, Allah. Das war einer von uns, das ist keiner von uns. Nee, nee, nee. Nicht zurücklaufen.
Er lebt noch da unten. Gnadenstoß. Sehr gut. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um die Welt zu retten, Freunde. Oh Mann. Ein Meter vor und gleich zwei wieder zurück. Oh, hier schieben wir uns von rechts und von links. Da ist er. Und noch eine Granate hinterher, weil es so lustig ist. Bams. Bitte. Boah. Krieg ich aber auch immer voll eine ab. Hier war noch eine Granate, man weiß ja nie. Eigentlich sicher sein, dachte ich zumindest. Mann. Also die erste Kugel, die man abkriegt, die schießt einem erstmal die komplette Verwirrung weg. Was natürlich Blödsinn ist, schießt einem die Orientierung weg. So rum. Ja, wir scheinen es geschafft zu haben. Kommt durch. Macht hinter euch mal zu, es zieht. Was ist denn hier schon? Hier ist es zu, Jungs. Was ist denn jetzt los? Captain Fry ist Gas hier. Wir haben die Sicherheitszentrale der Basis übernommen. Wie ist der Status? Over. Team 2, wir sind in Position. Öffnet die Außentür zur Startkontrolle. Verstanden, wir sind dabei. Bereithalten, wir haben es. Nochmal durch, Jungs. Geschafft, die Türen sind jetzt aktiviert. Fünf Minuten. Oh Mann, was für ein Mist. Gas, geht das nicht ein bisschen schneller? Negativ, Sir. Aber wie wäre es mit ein bisschen Ziel, wenn das klar ist? Echt mal. Alter Frechdachs. Ja, wir können ja schon mal ein bisschen durchlupen. Ah, da sehen wir sie doch schon. Und der Monitor versteckt. Jetzt geht's wohl los. Oh. Hier, fang. Und ich dachte, ich von der Tür jetzt eingequetscht wäre. Oh, da stehen sie schon. Oh Mann, kommt Jungs, wir müssen weiter. Granate bringt Luft. Team 3, wie ist euer Status? Over. Team 3 in Position an der Südostseite des Startkontrollraums. In Bereitschaft. Seid ihr an der anderen Wand? Over. Bestätigt. Bereiten eindringend vor. Soap, Sprengsätze platzieren. Los! Okay, Jungs. Es geht los. Geht in Deckung. 3, 2, 1. Jawohl. Wir gehen rein. Rein, Jungs. Oh, Mann. Oh, das sind unsere. Wo denn? Wo denn? Da haben wir hier. 3 Minuten. Eingegeben. Zur Bestätigung bereithalten. Ja, ist gut. Bereithalten.
Bravo 6, alle Sprengköpfe wurden im Flug zerstört. Es gibt unzählige Bruchstücke, aber die meisten landen im Ozean. Sir, sehen Sie sich die Übertragung an. Sakaev, er hebt ab! Captain Price, hier Gas aus der Sicherheitszentrale. Sie sind mit Trucks gekommen. Ich denke, wir können sie brauchen, um hier rauszukommen. Ich übertrage die Koordinaten des Fahrzeugdepots. Herr Staten, den Drecksack holen wir noch. Fahrzeugdepot, Ende. Alle mal mir nach, gehen wir. An alle Teams, hier Kommando. Wir empfehlen, das Gebiet sofort zu verlassen. Große feindliche Streitkräfte nähern sich. Okay, Jungs, ihr habt's gehört. Verschwinden Sie jetzt. Hier. Wir haben Gesellschaft! Feindliche Verstärkung kommt! Hab ich ihn getroffen? Sehr gut, weiter vorrücken. Blenden und säubern. Und eine Granate hinterher, weil es so lustig ist. Boom. Oh. Scheiße, ich sehe nichts. Ja, Captain Price hat das alles geregelt in der Zeit, wo wir nur Schnee gesehen haben. Wir sind auf dem Weg. Wir kommen den Lift rauf, bereit machen. Also, ich hätte ja nichts dagegen, Sakaev ins Visier nehmen zu können. Ich mag sein, Nummer 10. Jungs, hier hinten geht die Tür auf. Okay, da hinten sind sie. Die decken wir gleich mit Granaten ein. Und blenden. Scheiße! Eine Kugel! Ach nee, ein brennendes Fass. Wo war denn das? Aber ich denke, das mit der Granatenattacke, das war gar nicht so übel. Wo war das Fass? Komm raus! Alles klar, die Trucks, los jetzt! Ihr habt ihn gehört! Bewegung!